Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wrestling Review. Dieses Mal geht es sich mal, wie ich schon gesagt habe, um Wrestling und zwar um TNA Wrestling. Lockdown war auf dem Plan, Lockdown 2011. Und ja, ich begrüße erstmal alle. Schön, euch wieder hier in der Runde zusammen zu haben. Es ist wie immer ein Vergnügen. Jo. Dann kommen wir auch schon, soweit ich das sehe, war auch schon direkt das erste Match, das Xscape Steel Cage Match. Was kann man über dieses Match überhaupt sagen? So wie jedes Match an dem Abend war es im Käfig, wie es der Name schon verrät. Es war ein X-Division Match mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, X-Division bedeutet eigentlich immer schnelles Wrestling, spektakuläres Wrestling. Ja, das, was TNA früher mal ausgemacht hat, kann man schon so sagen. Gleich mal der erste Pluspunkt im Gegensatz zu WrestleMania. Es hat nicht 20 Minuten gedauert bis zum ersten Match. Es ging gleich los. Ja, ist ja Wrestling, ist Entertainment. Ich glaube mit allen Einzügen und den Anfangsvideos 8 Minuten oder so. Also das ist in Ordnung. Ja, also nur eine kurze Einleitung in die Show. Genau, ja. Thrasher, möchtest du uns nicht sagen, wer denn alle bei diesem Match mitgemacht hat? Also Max, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, also Amazing Red war dabei, Brian Kendrick, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen, Chris Sabin, Jay Lethal, Jeremy Buck, Robbie E und Suicide, habe ich eigentlich Max Buck oder Max Buck, keine Ahnung. Ja, wo dann auch Max, der Letztere, als Sieger hervorging. Nach 13:36. Genau. Der erste flog raus, nach 2 Minuten schon, das war Suicide. Robbie E. hat ganz kurz unterbrechen? Wir haben es nämlich nicht erwähnt. Es war ein Match nach Eliminationsregeln. So, ja. Jetzt darfst du. Also der erste, der rausgeflogen ist, war dann der liebe Suicide von Robbie E. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert war. Dann Jay Lethal, Amazing Red, Chris Sabin, Jeremy Buck, Robbie E. und Brian Kendrick. Damit ging zu Brian Kendrick möchte uns der liebe Chris nicht etwas sagen, was der Wunderbares fabriziert hat. Ja, also ich habe mich selber über diesen weißen Anzug erinnert, der mich sehr an den Ku Klux Klan erinnert hat. So eine weiße Kapuzenmütze mit ein bisschen Blau drauf. Gut, das Blau war jetzt falsch, aber der kam in den Ring und setzte sich sofort in die Ecke und meditiert in einer Wippbewegung. Die ganze Zeit. Und irgendwann stürmte er dann in den Ring und hat dann auf die Nuss bekommen. Ja. Na, einen hat er ja rausgeschmissen. Eigentlich Suicide wieder in dem Match gemacht. Ich dachte, den würde es jetzt schon längere Zeit gar nicht mehr geben im TNA-Kader. Doch. Zuerst war Daniels unter der Maske, als es noch die ROH-TV-Show gab. Da durfte er ja nicht sein Gesicht zeigen, weil die eine Vertragssituation, TV-Sendung, bibabo. Ja, ROH hat seinen TV-Slot verloren. Daniels sieht man jetzt normal wieder, aber wer unter der Maske war, weiß ich nicht. Es könnte Daniels gewesen sein, denn die 2 Minuten tun ihm nicht sonderlich weh. Und er hatte auch noch später im Main Event noch seinen Auftritt, aber was auch immer. Könnte es auch Cass gewesen sein. Könnte es sein. Das waren die einzigen beiden, die da drunter waren. Könnte jetzt. Also Sieger des ganzen Matches war dann Max Buck. Genau. Und das Match an sich. Es war ein schneller Opener, solide. Ja. Ich meine, ein, zwei kleine Abfucks, aber die sind bei X-Divisions eigentlich normal bei dem hohen Tempo, würde ich jetzt sagen. Nichts Herausragendes, aber solide. Ja. Man hat gemerkt, dass die ihr Handwerk verstehen. Ja. Na dann. Ja gut, danach sehe ich, kam Eric Bischoff in die Halle. Mhm. Dann kam wieder ein kleines Segment von Mr. Controversy Creates Cash. Was hat er uns diesmal für ein Verzeltsche gehalten? Was hat er uns erzählt? Wer will? Stille. Ich habe mir das nicht angeguckt, das habe ich übersprungen. Ja, also es war jetzt doch nicht sonderlich viel, was er gesagt hat. Ja. Sie werden zeitmäßig oder inhaltlich? Beides. Ja, aber was er gesagt, Hogan wird sorgen, dass der Titel zu Immortal kommt. Ja, das war's eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es war unwichtig. Genauso wie das Backstage-Segment, das Interview-Segment bei Christy Hemme. Die, was wir an diesem Abend noch, glaube ich, 10-mal gesehen haben mit Wrestlern vor dem Mikro.
Was man tatsächlich nicht erwähnen sollte, weil nichts Großartiges passiert. Man hypt halt ein bisschen Matches, aber das war's. Ja. Also Backstage nichts, wo man sagen müsse, hä, muss man jetzt gesehen haben. Nicht Eigentlich nicht. unbedingt. Vielleicht ein kleines Dann Segment bei kam. den Damen, aber das war's. Okay, danach kam auch schon der Four-Way Steel Cage. Ich glaube, Steel Cage muss ich gar nicht mehr erwähnen, weil alles war ja im Steel Cage. Das Four-Way Tag Team Match mit Scott Steiner, Crimson gegen Eric Young, Orlando Jordan gegen The British Invasion versus Ink Ink. Ja, Also, dann fange ich weiter. direkt mal an. Also, bei dem Match hatte ich den Eindruck, dass das wirklich komplett auf Scott Steiner zugeschnitten war. Dass er wirklich die zentrale Person war. Das hat man dann auch gesehen, als er in den Ring gestiegen ist, wie er erstmal wirklich alle, die im Ring waren, erstmal übelst verprügelt hat, bevor er das erste Mal selbst getroffen wurde. Ich glaube, im ersten Durchgang, als er das erste Mal im Ring war, bevor er eingewechselt wurde, wurde er, glaube ich, kein einziges Mal geschlagen, sondern hat alle nur verprügelt. Ja, vor allem hat es auch lange gedauert, bis er reinkam und wo er dann reingekommen ist, dann war die Lichter aus. Richtig. Das hast du auch an der Reaktion des Publikums gemerkt. Die wollten eigentlich auch wirklich alle nur den Steiner sehen. Ja. Ich meine, wirft der Also TNA auch. immer wieder vor, dass sie nur auf Allstars setzen. Da hat man es gemerkt, die bringen die meisten Reaktionen. Ja. Ja, die wollen die Leute auch im Endeffekt sehen. Ich meine, gerade Scott Steiner hat ja einen Namen wie Donnerschall in dem Wrestling-Biz. Den kennt man Na, er war ja auch einfach. überall schon. Der war überall. WCW, WWF. WWE, Also. TNA, also. Pff. Sonst. Im Ring hat mir wie immer Douglas Williams gefallen. Ich mag den Typen einfach. Grundsolide. Auch wenn er nie aufs Seil geht. Nicht spektakulär in der Engländer. Hinsicht. Ja, er sowieso Pluspunkt. Der moderne Dean Malenko, wenn man so will. Vom Stil her. So ein bisschen. Werden das Match gewonnen? Ja, das war eine sehr interessante Sache. Thrasher, bist du? Nein, mach du. Ja, also der liebe Eric, der ja so viel wie der, naja, ich sag gern, Santino Marella von TNA ist, die Lachnummer, den keiner ernst nimmt, der meinte mitten im Match, ja, ich gehe nach klassischen Regeln raus und, also raus aus dem Käfig, denn früher gab es ja auch eine Regel, wer es erst mit beiden Beinen den Boden berührt, gewinnt das Match. Gab es hier nicht. Ja, er klettert raus, nur es bringt nichts. Shannon Moore holt den Sieg nach seinem Finisher gegen Williams, war's. Und ja, der liebe Eric hat die Welt nicht verstanden. Er war doch als erster draußen. Schade. 9 Minuten knapp hat das Ganze gedauert. Ja, Um genau zu sein, 8:47. 8:47. Das Match war Auf Steiner sehnste. abgeschnitten, der mit seinen 700 Belly-to-Belly-Suplex-Overheads, Belly-to-Belly-Suplex, German Suplex, was weiß ich, was der als für Suplexes gezeigt hat, zu plässen. Ja, ich würde mal wieder sagen, solide, aber nicht, dass ich mir das jetzt merken würde über 10 Jahre. Nee. Also auch immer noch kein Knaller da. Solide. Ja, also, Kein ja, Knaller, also. aber auch nicht so extrem schlecht, dass man jetzt sagen würde. Okay, danach kam auch schon das Women's Knockout Title Match. Ja, das War habe ich mir wieder nicht angeguckt. ein Titel gegen Hair Steel Cage Match zwischen Madison Ryan versus Mickie James und vorher war auch ein kleines Backstage-Segment. Könnt ihr dann mal auf beides eingehen? Also dann mache ich mal das Segment. Ich glaube, das ist. Ich habe mir das am besten gemerkt. Nehme ich jetzt mal an. Da Chris ist ja übersprungen mit Thrasher, der war müde zu dem Zeitpunkt. Egal. Ja, Madison und Tara diskutieren. Madison will nicht, dass Tara mit rauskommt. Die ist unglücklich und ja, könnte sein, dass sich da ein Split anbahnt zwischen den beiden. Man weiß es nicht. Ja, dann zu dem Match. Mickie James stand halt im Ring. Dann hat es bei Ryan geschätzte 5 Minuten gedauert, bis sie dann auch im Ring war, hat dann halt ihre Show abgezogen mit Krönchen und was nicht alles. Dann war sie halt im Ring und wurde dann schön in 34 Sekunden verprügelt. Titel gewechselt. Ja. Ja, also wenn man jetzt da,
die Umstände nicht kennt, denkt man sich, was zum Teufel sollte das? 34 Sekunden für ein Titelmatch? Nein, danke. Nur TNA hat ein kleines Problem. Mickie James kam ja mit so einer bandagierten Schulter in die Halle. Nur die Verletzung war nicht gesellt, die war wirklich da. Und man wollte sicher nicht, dass Mickie James ihre Haare verliert. Denn da würde die ein bisschen lange ausfallen. Ich glaube kaum, dass die glatzköpfig erscheinen würde. Ja, Zwickmühle, man hat sich dafür entschieden, das Match geplant durchzuziehen. Nur wesentlich kürzer. Wesentlich viel kürzer. Ja, ob es jetzt da die richtige Entscheidung war. Vielleicht hätte man ein Three-Way oder was auch immer machen können, dürfen, müssen, wollen, sollen. Ich sag nur Victory Road, hat man sich auch entschieden, das Match durchzuziehen. Ja, kann man jetzt halten, was man will davon. Ja. Okay, gut. Na, wenn es verletzungsbedingt war, kann man dazu ja eh nichts Besonderes mehr sagen. Hat das TNA-Management halt so entschieden. War kein Match, war mehr ein Segment im Ring. Und danach kam ein Match, was für mich persönlich eins von den Hoffnungsträgern des Abends war. Ich spreche von Samoa Joe gegen D'Angelo De Niro, Dem Pope. Der den Dicke. Pope. Die beiden, von denen man echt sagen kann, das sind eigentlich zwei Top-Athleten im Kader. Hat das Match, ich sag mal, meine Erwartungen für euch gerechtfertigt oder war es eher aufgewärmte Hühnerbrühe? Zwischen den beiden gibt es keine Chemie. Es war wieder so ein Match, wo ich sage, ja, war jetzt nicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe, aber ich merke es mir nicht. Solide, ich kann es nur mit solide abstempeln. Die beiden verstehen ihr Handwerk. Man hat den ersten, ich nenne es jetzt mal Ass-Shot, nenne ich es jetzt mal. Was ich damit meine, ja, der liebe Pope stand da mal für mehrere Sekunden oder was doch eine Minute mit seinem entblößten Hinterteil im Ring. Und die Kamera muss natürlich sofort draufhalten. Ja. Das ist Sonst. aber auch der einzige Grund, warum das Match in Erinnerung bleiben könnte. Also. Richtig. Samoa Joe Aber so. zwar noch 10 Minuten durch, aber jetzt darfst du. Samoa Joe, als ich den mal, ich hatte ja mal als TNA noch in den Kinderschuhen steckte, habe ich ihn mal gesehen. Und dann habe ich ihn jetzt wieder gesehen und dachte nur, wow, was ein Berg von einem Mann. Fleischberg. Fleischberg. Ja, da So dachte ich extrem dann geworden? spontan zu Paddy, also wenn der zu WWE kommt, würden sie dem erstmal eine Diät verordnen. Genau. Rauschen, das ist natürlich sehr Rauschen. professionell. Richtig. Ja, aber also Samoa Joe macht auf mich den Eindruck, von wegen er werde der Übermächtige im Ring und ihn interessiert gar nicht, was der Gegner mit ihm versucht. Er macht ihn sowieso platt. Ja. Das war jetzt mein Eindruck von dem Match. Ob die Fehde jetzt vorbei ist, nach dem Sieg von Joe. Hoffentlich, dass jetzt beide in ein besseres Programm kommen können. Denn Ja. auf Dauer wird das nix. Das wird sicher nicht die Fehde des Jahrhunderts. Gerade wenn die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, Also mir dann ist kam es vielleicht auch zumindest so besser. vor. Beide Da kommt können man ja ja. fast an Matches zwischen Big Show und John Cena. Boah. Weil dann so schöne 30 Minuten Kaugummis draus gestreckt hat. Die in so ganz tollen Matches gesteckt hat.